damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, in der heutigen Folge, da möchte ich euch natürlich meine komplett fehlgeschlagene Insektenfalle einmal vorstellen. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne noch ein paar Fusselseiler holen. Oder besser gesagt, euch mal das Zimmer. Wie viele sind denn hier unterwegs? Drei sind unterwegs und werden von drei Ameisen belästigt. Der Held muss eingreifen. Nehmt das, ihr bösen Ameisen. So. Wo ist die letzte Ameise? Ach, du hast dich in der Wurzel versteckt. Böses Vieh. Jetzt liegen hier überall diese Dinger rum. Bei den Dingern bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, die Rüsselkäfer werden von denen auch angezogen. Es ist mir schon häufiger passiert, dass ich die habe liegen lassen und sich dann eine Unzahl von Rüsselkäfern darum gesammelt hat. Und hier ist es ja auch so. Hier waren jetzt ganz schön viele Rüsselkäfer. Ich glaube, die stehen so ein bisschen auf die Teile. Gut, wir gehen hier einmal hoch. So, ich müsste ja auch mal so ein, zwei Asseln klatschen. Ich habe nämlich nicht mehr so viele Rohmaterialien zum Reparieren meiner Rüstung. Dieser Rutsche hier, die zeige ich irgendwann mal. Das Problem ist, wenn ich jetzt rüberrutsche, dann muss ich den ganzen Weg bis da rüber laufen. Deswegen, das zeige ich irgendwann mal, okay? Wir nehmen die hier. So. Ja, meine Seilrutschen sind allgemein nicht die schnellsten, aber sie bringen mich halt sicher von A nach B. Darauf kommt es mir an. Relativ zügig von A nach B, weil ich sag mal, so langsam ist die hier jetzt nicht. Ne, ihr könnt doch die 470 ungefähr sehen, wie die kleiner wird. So langsam ist die nicht. Und man sieht es aus seinen Beinen so ein bisschen, ne? Wenn die nach hinten wegflattern, hat er schon ein gewisses Tempo. So, da unten, da sind die ollen Mücken. Da ist mein Stairway zu Scheune. Ist die Folge so genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich nie wieder benutzt, so richtig, muss ich gestehen. Es ist ja auch nur so ein Notfallpunkt, wenn ich mal hier runterkomme und nicht hinten durchs Ascheland laufen möchte. Aber da unten bin ich selten auch. Weil da gibt es nicht so viel. Da gibt es einen Skarabäuskäfer und ja, eine Assel und ansonsten nur den Tod. In Form von ekelhaften, Wolfsspinnen. So, jetzt klatschen wir erstmal hier eine Assel weg. Da klatschen wir mal eine Assel weg. Komm her, du Assel. Du bist jetzt weggeklatscht. Ja. Es ist wirklich vorteilhaft, diese kleine Laus als Haustier zu haben. Weil ich verliere echt wenig Ausdauer beim Sprinten. Normalerweise ist das hier der Hauptgrund, weil ich warten muss hier bei Gegnern, damit meine Ausdauer wieder auffüllt, weil ich so viel Ausdauer verloren habe durch Sprinten. Jetzt hast du die aufgesammelt, die dumme Junge, die. So, hier hinten müsste noch eine Assel sein, ne? Tummelt sich doch manchmal noch so eine Assel beim Fahrrad. Ansonsten müsste hier noch ein Skarabäus immer mal rumlaufen. Da ist sie. Da ist sie. Ich kenne langsam eure Hotspots. Oh, das hat richtig gezeckt, da. Ne? Dabei war das noch der zweite Schlag, ne? Wir können ja mal gucken, ob der Skarabäuskäfer hier rumeiert. Da ist er. Erwischt. Hier läuft immer einer rum. Der läuft auch gerne mal aus dem Gebiet raus, hier über die Markierung weg. Das ist ja seine Entscheidung. Er ist in der Regel immer hier irgendwo anzutreffen. Zwischen der Gabel, wo Salz oben drauf ist, und dem Fahrrad. Hier in dem Gebiet trifft man ihn immer mal an. Und er funkelt ja noch. Na, nachts ist ein bisschen schwieriger.
Dann leuchtet er so ein bisschen. Aber nachts durch den Punkt zu treffen, na. Du läufst immer gegen irgendetwas. So. Hier gehen wir jetzt den Weg nach oben. Wir gehen nicht über den Baseballschläger. Ich nehme eigentlich in der Regel immer den Weg hier übers Fahrrad. Es ist schon so dunkel hier. Zack, indem ich hier drauf springe und mich dann einfach nach da oben arbeitere. So. Und hier lang. Da schwirrt so eine Biene rum. Ja, jetzt muss ich natürlich hier volle Kanne durchs Ameisengebiet. Die sind wirklich, also hier oben, die Ameisen sind wirklich lästig, weil sehr viele Krieger sind. Und die Staubmilben unterstützen. Also legst du dich mit den Staubmilben an oder legen die sich besser gesagt mit dir an, sind die Ameisen auch hinter dir her. So. So, daneben. Ah, jetzt hat's mich erwischt. Oh, vielleicht mehrere auf einmal. So. Ist schon dunkel. Muss wieder nach Hause. Na komm, Ausdauer. So. Ja, habt ihr mich erwischt, ihr kleinen Ekelhaften hier. Also sag mal so, da oben sieht man es schon. Da oben sieht man schon das Konstrukt, was ich gebaut habe. Ich glaube, ich habe es in der nächsten Folge erwähnt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe es erwähnt. Dass ich das noch ein paar Mal umbauen musste, weil es einfach noch zu niedrig war. Und die Seilrutsche dadurch sehr langsam. Deswegen sieht es jetzt so kurios aus, wie es nun mal aussieht. Aber es bleibt so. So, hier einmal hoch. Ja, na sicher kriegst du mich hier oben. Sicher, sicher. Blödes Vieh. Mach mal hier meine Fackel an, dass man es ein bisschen sieht, ne? Ich habe hier wirklich... Geh mal hier auf der Seite drauf. Erst war es hier so auf der Höhe, da war es zu niedrig. Deswegen habe ich es noch bis da oben ausgebaut. Na, dass das mal ein bisschen hinhaut. Hier sieht man noch die ehemaligen Stufen, die ich da mal hingemacht hatte. Ach, was ich mir dabei gedacht habe. Gut. Nehmen wir mal die Seilrutsche. Und jetzt, das ist wie gesagt eher eine ganz langsame Seilrutschenfahrt. Aber was soll's? Was soll's? Ich komme hier drüber hinweg. Man sieht hier mal das Kleinkind. Das soll wahrscheinlich ein Kleinkind sein mit Jerry. Das sind doch zwei Bs, ne? Jerry? Darf man mal eine Flasche finden? Das wäre lustig, wenn sie die hier irgendwo im Garten platzieren würden. Oder so Cola drin hast oder sowas. Ah, schön belichtet da unten. Beleuchtet. Es hat was. Also das ist wirklich der Vorteil der langsamen Seilrutschen. Du kannst ja so ein bisschen die Gegend ansehen. Weil ich das hier mit dem Fahrrad, mit dem Licht, ah, das gefällt mir. Der Rest hier, das ist mir zu duster. Da fehlt einfach ein weiteres Licht. Aber die sind nun mal nur da, wo der Weg ist. Da vereinzelt und so auch noch welche. Und das ist das ewige Ödland. Mal sehen, was sie daraus machen. Mal sehen, was sie daraus machen. Hallo, Biene. Ja, wir brauchen ein bisschen länger. Keine Angst, es ist nicht die 800 noch was. Ja, so lange brauchen wir nicht. So. Dann gehe ich erstmal schlafen. Und wir gehen am Tag dann zu meiner Falle. Weil es macht keinen Sinn, die im Dunkeln zu zeigen. So. Ich könnte natürlich vorher noch ein paar Pilze niederknüppeln. Und ein bisschen Pilzbrei herstellen. Für die Falle. Könnte ich natürlich machen.
Aber ich bräuchte auch ein bisschen Grünbrei rein, theoretisch. Weil die Läuserische stehen ja nicht auf Pilzbrei, die wollen ja Grünbrei. Ja, fast geschafft. Fast geschafft, ich sehe schon das Grüne. So. Da unten ist meine erste ineffiziente Falle, dass ich... Nee, das ist nur das Leuchten von was soll ich wohl schon sagen? Da sehe ich Spinnaugen leuchten? Nee. Also ich könnte rein theoretisch die Falle da unten mit Vogelfedern umbauen. Aber ganz ehrlich, ach, da ist die Wurstspinne. Da oben ist die einfach nicht gut platziert. Die Viecher gehen nicht da oben hin. Die wollen da oben nicht hin. Und das ist das Problem. Dann habe ich Vogelfedern verschwendet, noch und nöcher für nichts. Für absolut nichts. Und das möchte ich nicht. So. Na, läufst du zurück? War ja klar. Ich dachte, ich kann hier mal schnell die Pilze ernten. Da kommt hier Gevatter Wolfsspinne. Du wusstest doch ganz genau, dass ich hier lang will, ha? Huh? Du mieser Kleiner, du. Weißt du was? Ich ernte die jetzt trotzdem. Siehst du? Kritischer Treffer. Ich habe es immer wieder gesagt. Kritische Treffer gegen die Pilze und so. Das ist der Hammer. Siehst du, da kommt sie schon wieder. Da kommt sie schon wieder. Die läuft immer in meine Richtung. Ich habe das Gefühl, die ist wirklich nur da, um mich zu ärgern. So, wir machen mal hier Pilzbrei. Den nehmen wir morgen früh mit. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen. So. Mal eine Runde schlafen gehen. I think it's bedtime. Ja, da hast du richtig gedacht. No water filtration tablets needed. So, hier ist doch bestimmt noch ein bisschen was angetrocknetes. So, ihr werdet ersetzt. Euch, da mach hier Fussel raus. So, das ganze Fusselseite. Weil hier hinten habe ich noch ein paar Fussel. Ja, also ist nicht umsonst alles gewesen. Ach, warum machst du das eigentlich so hier? Schnelles Einlagern. Was? War alles? Das war alles? Ja, aber schnell. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier noch so? Die kann ich eigentlich verschrotten. Da ist mein Lager voll, das weiß ich. Das ist schon seit Ewigkeiten voll. Ach. Wenn er doch nur bemerken würde, dass ich es immer nur da drunter legen möchte und nicht irgendwo hin. So, hier sind die Käfer. Aber verschrotten brauche ich nicht. Ja, Weevil könnte ich jetzt noch ein bisschen bei mir behalten. Weil, wenn ich die jetzt hier wegesse... So. Habe ich nämlich Ersatznahrung dabei. Übrigens... Ja. 14 Bomben. Das war damals das Farmerlebnis bei den Ameisen. Was ich in der letzten Folge auch mal erwähnt hatte, wo ich dann da hingegangen bin und wirklich viel abernten konnte. Jetzt muss ich überlegen, ich nehme diesen Pilzbrei mit. Möchte ich vorher noch ein bisschen was vielleicht... Jo, ich werde mal ein bisschen was einschmelzen, würde ich sagen, oder? Nicht alles, aber ein bisschen was. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da oben... War doch immer 2 zu. Wie war denn das nochmal? Verzieht-Juwel? 2 zu 1, ne? Wie viele Käferchen habe ich denn hier drin? 5. Nehme ich 4 raus. Nehme 8 von denen mit. Dann können wir hier diese super teuren Dinger leisten. Sie sind schweineteuer. Also es ist wirklich schweineteuer, seine Waffen auf Max abzugraden. Ich meine, bei manchen, da sehe ich es ein, bei meinen Werkzeugen und so, weil die halten dann einfach viel länger. Aber bei manchen, das ist wirklich so, muss nicht sein. So,
Zack. Zack. Dun 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 dun. So. Ja, einer noch hier rein, ne? Der muss jetzt sein. Gut. Da wird hier mal ein bisschen zusammengegossen. Gut, jetzt haben wir das. Grüne Paste. Ich wollte noch grüne Paste mitnehmen. Und eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen. Das habe ich natürlich in der letzten Folge vergessen. Ich habe hier ein bisschen umgerüstet. Jetzt steht hier ein Ofen. Und der Michifix steht hier. Und die Kisten, ihr habt es ja gerade bemerkt, habe ich hier oben hingestellt. Warum ich das so gemacht habe? Ist ganz simpel. Ich kann hier bei Rezepten direkt auf meine Lager zugreifen und muss nicht erst zu dem Lager hinlaufen und die Inkidenzien rausholen. Hier kann ich direkt herstellen. Das geht einfach viel schneller. Das gleiche gilt für den Ofen. Ich könnte hier alles aus den Lagern, außer die schwarzen Ameisen, aber warum ich gerade jetzt auf dieses Rezept komme, ich weiß es nicht. Hier, ich kann alles aus dem Lager holen. Das geht einfach viel schneller, deswegen steht jetzt ein Ofen hier und das Ding da. Na, und die Kisten, die habe ich oben hingestellt. Die hier mit meiner Rüstung und den anderen in Dingen hier und die mit den Waffen, die ich am ehesten noch brauche, direkt bei der Treppe. Na, so. Was wollte ich noch? Ich wollte ja noch ein bisschen grüne Paste mitnehmen. Nehme ich ihn auch seinen Helm mit? Nehme ich meinen Kleinen ja einen Helm? Soll der einen Helm kriegen? Sollte er? Ameisenhelm. So. Schnall deinem sechsbeinigen Freund eine schicke Brille um. Was ist das? So, oder das hier. Was dein Klopfing Kumpel ein Samurai-Look, ein Hook von der Rüstung aus Arme. Also die sieht cooler aus. Sie sieht cooler aus, ja? Superheldenmäßig. Wir nehmen ihm eine mit. Er kriegt seine Brille. Er hat die ganze Zeit bei der Falle auf mich gewartet. Er kriegt jetzt seine Brille. So. Die Falle habe ich übrigens an einem altbekannten Ort aufgebaut. Weil ich eine große Verbundenheit mit diesem Ort habe. Die Leute, die noch Staffel 1 kennen, werden diesen Ort wiedererkennen. Weil ich dort einst meine Hauptbasis hatte. Es ist so, wie es ist. Bei den Pilzen auf dem Berg, da steht sie jetzt, die neue Falle. Hier hatte ich eins meiner Hauptbasis mit Grund. Und da kommt so eine... So. Weg bist du. Hier läuft das Vieh. Das ist meine tolle Anrede oder brauchen. Vielen Dank dafür. Hier hatte ich meinen Grund, hier hatte ich meinen Zaun, da hatte ich mein Gehege, da hatte ich meinen Riesenturm. Ach, und jetzt steht hier meine Falle. Sie sieht ein bisschen kurios aus. Prinzip der Falle ist, ich lege da drin was aus, die Viecher kommen rein, sagt so, oh lecker, pup, und werden über die Dinger hier reingefeuert. Also sie prallen am Dach ab und fallen hier rein. So, hier ist mein kleiner Freund. Haustier? Du kriegst jetzt was fürs Inventar. Quack, quack, quack. Ja, ist schon süß. So, was? Möchtest du die nicht tragen? Jetzt habe ich sie wieder weggenommen, jetzt ist er traurig, oder was? Mal, kann ich die... Muss ich die anders ausrüsten? Ja, gut. Dann kriegst du die jetzt so in dein Inventar rein, bitteschön. Ich dachte, man sieht sie. Aber... Er haut auch mal ab. Naja, gut. Erstmal, er benutzt gerade meine Federn.
Ja, die kann man nämlich auch von innen benutzen. Ja, so, Stapel fallen lassen. Stapel fallen lassen. Hier habe ich überall Fenster. Nach dem Motto, hier krabbe ich wieder raus. Ohne... Oh, jetzt frisst er. Jetzt frisst er, der Kleine. Jetzt freut er sich. Wir können mal schauen, ob was passiert. Wir können mal schauen. Ja, hier ist eins ein Bombardierkäfer gekommen, hat das Ding angegriffen. Ich weiß nicht, warum der bis hierher gewandert ist. Normalerweise ist da hinten den ihr Gebiet. Wir können aber mal schauen, ob hier noch jemand kommt. Von Rüsslis etc. Die Palle war einst anders gedacht. Einst hatte ich hier, wo die Fenster sind, Treppen, diese Grastreppen hingestellt, weil ich bemerkt habe, die Viecher krabbeln über die Grastreppen und fallen dann rein. Na, weil bei den Kledächern ist es ja so, die bleiben oben an der Kante stehen und gehen nicht rein. Dann hatte ich die ganze Falle mit diesen Grastreppen ausstaffiert und plötzlich, was passierte? Die liefen bis zur obersten Kante, blieben dort stehen und liefen wieder zurück. Und ich dachte mir, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ja, manchmal klappt's, manchmal nicht. Das ist wie bei diesen Federdächern. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Also habe ich das Ganze umgebaut auf dieses System. Einst hatte ich hier pro Fläche zwei von denen stehen. Da war es dann aber so, die sind ins erste reingelaufen und wurden wieder weggeschleudert, wie ich jetzt gesprungen bin. Deswegen steht hier nur noch eins. Weil sie laufen rein und klatschen dagegen. Hier, da draußen ist ein Läuserich. Da draußen ist ein Läuserich. Ich habe es gesehen. Ja, kommt doch rein. Kommt doch rein zu mir. Ach so, ich soll vielleicht die Axt wegpacken. Das wirkt ein bisschen mörderisch. So. Aber diese Falle, wie gesagt, funktioniert auch nicht so ganz. Es hat schon geklappt. Ich habe hier schon viele Rüsselkäfer drin gehabt. 4 Stück oder so. Problem war bloß, jetzt kommt keine Rüsselkäfer mehr. Ich dachte immer, das wäre so ein Hotspot für Rüsselkäfer. Weil, als ich hier eins meine Basis hatte, weiß ich noch, die Ameisen haben dauernd meine Böden kaputt gemacht, weil die Rüsselkäfer hierher gekommen sind. Na, und jetzt kommt plötzlich keine Rüsselkäfer mehr. Du kriegst die Krise. Irgendwo ist immer irgendwas im Spiel, was es dir wieder versaut. Ich habe extra hier bei den Pilzen gestellt, nach dem Motto, ich fälle hier Pilze, ja, lege die in aus, oh, oder ich lasse sie über das Ding einfach reinfeuern, geht auch, der Pilz ist gerade selbst reingefeuert worden, Stapel fallen lassen, und dann kommen hier die Rüsslis und freuen sich. Die Pilzstücken übrigens fressen die nicht. Die werden zwar davon angelockt, aber die fressen die nicht. Die fressen nur den fertigen Brei. So. Was ich, wie gesagt, ein bisschen schade finde, dass mein kleiner Läuserich nicht seine Brille trägt. Aber ich konnte die ihm jetzt nur ins Inventar legen und anlegen so richtig konnte ich sie ihm nicht. Könnt ihr nochmal sehen. Ja, wer ist mein Läuserich? Wer ist mein kleiner Läuserich? Ich nehme sie weg. Patschelt ihr den Kopf? Verpasst ihr einer? Kopier? Nee. Also mit dem kann man, wie gesagt, nicht so wirklich... Ich sehe jetzt auch nichts, wo heißt hier Kleidung anlegen. Ich lege das Ding wirklich nur ins Inventar. Aber er hat jetzt zumindest einen Kumpel mit drinne. Und was auch vorteilhaft ist von diesen Sprungnetzen hier, die Ameisen sind ein bisschen zu doof, um das zu raffen. Die können zwar durch die Stängelwände hindurch gerne mal einen Gegner oder besser gesagt so einen Rüsselkäfer attackieren, aber das passiert nicht so häufig. Bei den Treppen ist es weitaus häufiger passiert. Die beschädigen dann so mein Eigentum und sowas. Manchmal ist auch mal eine drinne, dann hast du ein Riesenproblem, dann tötet die alles, was drinne ist. Dadurch habe ich ein, zwei Haustiere verloren. Aber in der Regel noch hält sie das System auf. Einzige, was mir noch nicht so gefällt, ist das hier mit dem Dach. Das sieht kurios aus. Ich sag's so, wie es ist. Es sieht wirklich lala aus. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal nach vorne setze einfach. Aber da ist schon wieder so eine Schabe. Das können wir auch mal in der nächsten Folge machen, weil ich habe jetzt... Ich sag's so, wie es ist, die Folge ist einfach schon in einer gewissen Länge und die letzte Folge war viel zu lang. Dass ich das Dach allgemein noch ein bisschen... Hier ist ein Rüsli. Hier ist ein Rüsli. Da, da läuft er. Nutze die Feder. Nutze die Feder, um reinzukommen, mein Freund.
Lass dich reinschnipsen. Hört auf, da drinnen die Federn zu benutzen. Das ist hier kein Schlaraffenland für euch. Die nehmen das hier als Erlebnispark. Nein! Hört auf, das zu machen, ihr beiden. Ihr macht die Sache lächerlich. Das ist hier kein Erlebnispark für Läuse. Die machen sich hier einen Spaß aus der Sache. Das ist ernst, Leute. Das ist absoluter Ernst. Der Rüsselkäfer will nicht reingehen. Der läuft leider an der falschen Seite lang. Das ist das Problem, was ich noch habe. Sie laufen gerne mal hier lang. Wo jetzt in meiner Überlegung ist, stelle ich hier auch welche hin. Bloß dann ist das Problem, ich komme hier nicht mehr gut raus, weil jeder Weg dann mit Federn blockiert ist. Ich könnte es ja auch immer ausprobieren. Ich könnte mal in der nächsten Folge das Ganze ein bisschen umbauen und nur hier hinten sozusagen den Ausgang halten. Weil man sieht es, die Rüsselkäfer sind dämlich. Die laufen an die einzige Seite, wo es nichts gibt. Dass ich sozusagen das Dach weiter ausbaue. Muss ich mir das mal überlegen. Geh zu der Feder hin. Und ihr beide, macht die Situation nicht lächerlich. Da ist noch ein Rüsselkäfer. Gut. Wie man sieht, hören die Läuserische total auf mich. Die veralbern mich hier. Die sagen sich, ha, ha, ha. Der kann uns viel erzählen. Das ist unser Erlebnispark. Gut. An dieser Stelle, mit diesem Bonbon-Geräusch im Hintergrund, ich entferne mich mal ein bisschen, wird zu laut, danke ich vielmals fürs Zuschauen und mit der Aussicht auf das Icon meines Haustiers, was immer wieder hoch und runter geht, wünsche ich noch einen fantastischen Tag. Ciao!